Moin Flap, ich bin herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 19. Das ist so cringe. Mit dabei ist der liebe Systemcraft natürlich wieder. Hallo. Hallo. So, okay, bremsen. So, okay, was machen wir heute? Wir kaufen uns ein Baumwollfeld, oder? Ey, wir sind reich. Ich will machen. Warte mal, wo ist, gibt's Baumwolle hier aber? Gibt's auf diesem Ding überhaupt Baumwolle? Oh. Es gibt nein, nicht gibt's Baumwolle. Scheiße. Warte. Keine Ahnung, wir können mal Zuckerrüben probieren. Oh ja, es sind die 27 und die 18. Ja, komm, die 18 nehmen. Und die und die 36 und die 45. Ich würde die 27 nehmen, weil die ist schön gerade. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Also, wie, wie kann man das nochmal kaufen? Hier, X, hier, das hier. Wie kostet das? 269.000. Ja. Ja, der kauft. Das schaue ich mal kurz nach. Ab in den Shop. So, Oh. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen den Panther 2. Der Panther ist der saftig. Oh, Scheiße. Ist der Scheiß teuer. Guck dir den an. Guck dir den an. Was ist er denn? Panther 2. Oh, der ist so groß. Warte mal, ich muss kurz. Also, mit dieser Maschine sammelst du Zuckerrüben vom Boden auf und beförderst sie zu einem Anhänger. Das Ding ist halt. Nee. Beim. Wir müssen erst mit dem Panther 2. Das Zeug schneiden. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Panther 2. Das ist es halt. Mit brauchen wir den? Ja, wir müssen brauchen ihn zum Ernten. Okay, dann kauf den mal. Gut, kaufen. Ja, gekauft. Gut. Wir können ihn auch einfach mieten, oder? Ich habe ihn schon gekauft, es blödet. Okay. Warte, ich möchte ihn abholen. Nee, warte mal. Ich muss jetzt erstmal, wo sind die? Hier. Rüben. Junge, ich hab ihn. Warte mal, ich brauche jetzt erstmal. Tschüss. Warte, neun? Okay, warte, wo muss ich hin? Zum Feld 21, ne? Ja, okay. Warte, stopp, nimm, jetzt, nimm das mit, nimm das mit, was ich dir gerade geliefert habe. Es ist Schneidewehr. Warte, kann ich mal, kannst du kurz aussteigen, kann ich zu dir kommen? Warte, ich fahr kurz mit dem Road Rage rüber. Okay, von welcher Seite muss ich da ran? Wir haben einfach nur noch 1,9 Millionen. Nein, das ist ja so wenig. Nur noch 1,9 Millionen. Kann ich über diesen Rasenmäher drüber fahren? Ich fahre hier gleich einen Menschen rum. Anscheinend, ja. Wo ist er? Oh Gott, bist du groß. Ich hab's geschafft. Aber ich komme nicht durch den Baum durch da. Ich bin hier in so einem Zaunding drin. Ich weiß, ich sehe das Problem. Lass mich mal da rein. Okay. Nämlich, du musst halt diesen hier machen. Das war ja einfach. Cool. Gib her. Ich fahr jetzt weg. Tschüss. Kannst mal rein. Nein, nimm den Bumblebee-Ding. Alter, Ego-Perspektive ist Baba. Mann, lass mich nicht im Stich. Ist das Ding scheiße zu lenken. Ja, ach was. Warte mal. Mach mal solide 30 km/h. So. Retox. Ja. Bleib stehen. Oh Gott, ich kann gerade nicht. Ich fahr. Oh, er ist hinter mir. Alter, das Ding. Komm, ich schraub mein Tempo mal noch hoch. Ich fahre gerade über so einen fucking Feldweg. Ja, wie das aussieht. Ich fahre mit so einem scheiß Riesenteil über einen Feldweg. Oh, ich bin am Baum hängen geblieben. Gut so. Meine Fresse. Ist das kompliziert. Warte, wie kann ich mein Auto zu mir hintypen? Du kannst es resetten, dann reintappen. Du musst reintappen. Hey, warte, wo ist das? Hey, wo sehe ich, wo mein Auto ist? Auf der Karte. Hey, wo ist das? Nein. Ey, das macht so Spaß mit dem Ding über Feldwege zu fahren, ne? Oh, ich nehme einfach da eins. Ja, mach doch. So, aber auf unser Feld. Oh, nicht so schnell da. Einfach so asozial, dass du es einfach mir weggenommen hast. Ich fahr mal da drüben hin, wo ich ein bisschen besser rankomme. Ich habe gar keinen Bock mehr. Okay. Wird sich schon wendig, das Teil, Alter. Holy shit, ist das wendig. So, ich drücke mal F1. Also.
was kann man denn hier machen? So, Leute, wir haben jetzt das Ding hier hingefahren. Corny holt gerade einen Tracker mit einem Anhänger. Und ich würde sagen, warte mal, eine Erntemaschine aufklappen. X. Das will ich sehen. Puh. Okay, warte, wie kann man in die Ego-Perspektive gehen? C. Und dann. Oh mein Gott, wie legendär. Boah, ausklappen. Was war das? Oh. Puh. Digga, mir ist er, ey. Was ist denn für ein Feldweg? Ne, richtig behindert. Ja, übel, ne? Wie soll man denn da durchkommen mit einem Anhänger? Und dann würde ich. Oh, ich stehe mitten an einem Baum, warte, ich muss das Rohr kurz wieder einfach. Mein Gott, dein Anhänger, Gott. Warte mal, Erntemaschine einschalten. Oh, puh. Wer ist er? Okay, kann ich mal anfangen zu fahren? Ach, bin ich hier. Kann ich anfangen zu fahren? Ja, warte, ich bin gleich da. Warte, ich muss mich doch irgendwo noch zu dir stellen. Nee, warte, fang schon mal. Ich kann nicht schon mal anfangen. Okay. Ist auch ein bisschen was lagern, oder? Nein, ich bin fest, ja, glaube ich. Kann was lagern. Ich habe mich irgendwie festgefahren. Nein, ich habe es geschafft irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Anhänger hinten dran habe. Ja, da ist noch ein Anhänger hinten dran. Ich weiß aber auch nicht, wie der es noch überlebt hat gerade. Und kann maximal okay. 12 km/h fahren. Warte, ich muss hier irgendwie raus, glaube ich. Ich ernte gerade einfach Zuckerrüben. Mein größter Traum. Ich komm zu dir. Ich muss über unser Feld fahren. Alles gut. Das ist nicht unser Feld. Das ist irgendein Feld von so einem random Judy. Ja, ich komme. Ich bin da. Warte, dann fahre ich mal mein Rohr raus. Dann kannst du neben mich fahren. Weil dann mache ich mein Tempomat kurz auf. Was soll ich neben dich fahren? Ja, du kannst, während ich fahre, kannst du neben mir fahren und dann. Ja, wahrscheinlich geht das. Wollen wir es ausprobieren? Ja, let's go. Ich bin fast da. Ich fahre extra langsam. Schau, warte. Nein, ist schwierig. Oh. Warum? Achso, ich muss gleich ein Stück nach links aufpassen, ne? Warte, ich muss doch. So, ja, oh. Warte. Versuch mal ganz kurz dieses Abladen gleich. Warte, bleib mal stehen. Ja. Fahr deinen Stein jetzt zurück wieder ein. Okay, ja, jetzt komm. Bleib da stehen. Okay, warte, fahr du einfach voran. Okay, jetzt fahr neben mir her. Jo, was ist das denn? Oh Gott, nein, das kann gar nichts mehr werden. Okay, komm, einfach Tempo, mach Tempomat auf 5. Tempomat auf 5. Okay, warte, muss ich erst einstellen? Nee, so, Leute. So. Kommt jetzt auf 5. Okay. Und dann lenk aktivieren. Ungefähr neben mir her, okay? Okay, 3, 2, 1, go. Okay, was tun wir hier? Das ist das Insaneste, was ich hier gemacht habe. Was? Warum geht das? Komm. Warum funktioniert das? Ich hab gemacht, ich muss jetzt. Was? Tun wir hier? 24% voll. Was schon? Hä, wie legendär. Digga, das ist das Krasseste, was wir hier gemacht haben in diesem Projekt, ne? Das ist so, wie geil. Passt eigentlich rein, wie viel. Ja, also bei mir, ich war, als du gekommen bist, war ich 40% voll. Ja, klar, wie viel passt bei mir rein? Keine Ahnung. Okay, lass mal Tempomat hoch auf 10 machen, weil stopp, stehen bleiben. Okay, dann mach Tempomat hoch auf 10. Oder auf 12, 12. 12 kann ich eh nur fahren, okay? Ja. Hast du 12? Okay, 3, 2, 1, go. Scheiße, das ist speedy. Okay, ich vertraue dir jetzt, ich achte jetzt darauf, dass ich gut fahre. Versuch einfach dir immer neben mir zu bleiben. Naja, try.
Ich bin voll. Oh, jo, dann bring du weg und ich fahr ein bisschen weiter. Obwohl, muss ich verkaufen gehen? Stopp, warte, willst du weiterfahren und ich bring's weg? Ja, okay. Warte, komm, okay, warte, dann fahr ich kurz richtig hin. Okay. Rohr einfahren. Okay. Du musst basically nur einsteigen und B drücken. Und dann halt das Tempomat. B drücken? B. Also Baum. Gut, ich fahr los. Also hau rein. Wart, bis ich weg bin. Und bleib am besten gerade, damit es nicht ganz so wack aussieht. Junge, das, wie dreht das Ding? Ja. Ist übel krass in dieser Wendigkeit. Ah, das Ding. Oh, da ist ein Zaun. Ah! Wie viel Platz hat das denn? Oh mein Gott, weißt du noch, unsere Corny? Hackschnitzel. Unsere Hackschnitzel. Corny. Komm mal rüber. Ich kann nicht gehen. Kriegen wir hin. Einfach rückwärts fahren, komm, fahr rückwärts. Ja, super. Komm, mach weiter, mach weiter. Lenk ein bisschen hin und her und dann. Ja, Polo. Okay, gut, danke. So. Nehme ich jetzt lieber mal den Weg ohne Zaun. Alter, was wir alles in dieser Folge erreichen direkt. Alter, wir fangen ein neues Business an mit Zuckerrüben und verkaufen dann direkt, werden reich. Nein, ich weiß nicht, ob Zuckerrüben so viel bringen. Ne? Warte, ich schaue gerade mal nach. Zuckerrüben gehen weg bei Getreide AG für 1k. Das ist die Hälfte von Sonnenblumen. Aber es geht deutlich schneller als Sonnenblumen. Ja. Muss ich weder Ding noch Grubern noch. Ah, doch, fuck, wir müssen ja gleich wieder anpflanzen, ne? Ja, düngen, säen. Also wir haben ja diese Maschine, mit der wir jetzt Gruben und Sprachen lernen, Bubble. Gott, ist das ein Umweg hier hinten rein, oder? Ich glaube, ich mache jetzt einfach Tempomat. So. Okay, jetzt. Ja, ich glaube, das ist doch voll easy, da hinzukommen. Okay. Zuckerrüben. Zuckerrüben, ich leere die gerade voll in die Scheiße rein. Aber ist egal, wir kriegen Geld. Was? Was? Nur so wenig? Wie viel haben wir denn bekommen? Was? Ich hoffe, ich langsam das Geld hochgeht. Oh, wie traurig. 10.000. Was? Was? Okay, das ist schon hart traurig. Das ist schon hart traurig. Holy fuck. Nee, wir sollten eigentlich lieber Baumwolle machen, das gibt's aber nicht. Okay, wir kriegen jetzt gleich immerhin nochmal 10.000 Dollar dazu. Aber wie scheiße ja. Sind denn die Preise? Yo, what the fuck. Ja, wir können mal ein bisschen Zeit durchgeben und schauen, ob die Preise besser werden. Aber sonst würde ich sagen, wo fährst du jetzt hin? Wo fährst du hin? Zur Getreide AG. Nein, du fährst jetzt auch nicht hin, oder? Doch. Wir können doch einen zweiten Anhänger holen, aber nicht, du fährst mit dem langen Blamteil dahin. Okay, wow. Ich höre mal an, wie sehr gut du gearbeitet hast. Ja. Ja. Ist okay. Naja, ja. Ja, okay. Hey, was ist los? Alles gut. Okay, Leute. Corny geht jetzt noch sein Zeug da wegbringen. Und ja, ich schaue nach. Das ist wichtiges Geld. Das ist wichtig. Ich kann ja gleich einblenden, wie viel Corny damit noch gemacht hat. Aber ich schaue jetzt noch gleich nach Mods, ob ich irgendwie einen größeren Anhänger bekomme. Irgendwie, der ein bisschen mehr kann. Und sonst würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese wunderbare Folge Farming Simulator 19 gefallen. Oh. Lecker, lecker. Oh, das ist ja eine feine Sache. Oh, lecker, lecker. Ja, okay, 9k. Ja. Lächerlich. 9,1k, wie traurig. Es ist so. So, Leute, wir haben jetzt nochmal, glaube ich, 9,1k bekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo-Like, da würde mich sehr freuen. Und sonst. Ein Abo-Like. Conny kommt jetzt wieder mit dem Ding hier hoch und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir weiter.
mit mehr Timelapse und mehr tollem Spaß. Und mal schauen, wie viel Geld wir bekommen. Das, Und mehr Farming Simulator. Nein! So vorne, haut rein, Leute. Ah, nee, das. Ciao, ciao.